Decke Rhein-Lahn. Leben, arbeiten und genießen im Rhein-Lahn-Kreis. Leben, genießen, träumen. Man könnte meinen, Hecker's Grand Hotel Bad Ems sei rund um dieses Motto entworfen und gebaut worden. Großzügigkeit und Qualität des Entrees vermitteln vom ersten Moment an ein heimisches Gefühl. Freundlichkeit und Kompetenz des Personals sowie ein Wellnessangebot der gehobenen Art runden das Erlebnis ab. Die Vorzüge im Haus sind natürlich einmal das Ambiente, so mal das Thermalbad, die Saunawelt. Daneben haben wir auch eine Ayurveda-Klinik im Haus, eine ganz spezielle Geschichte, ayurvedische Heiltradition, indische Geschichte, was da gepflegt wird. Wird überwiegend heute auch, früher hat man sehr viel gefastet, heute macht man auch eine Entschlackungs-Ayurveda-Kur. Neben der Klinik im Haus haben wir auch noch einen Arzt im Hause. Das ist natürlich auch eine schöne Geschichte, falls privatärztlich alles, aber falls der Gast neben dem Erholungsfaktor auch so den Gesundheitstrend sucht, was Massagen, Akupunktur, Untersuchungen betrifft, Rückentüff beispielsweise kann man dann auch hier absolvieren, ein bisschen was für den Rücken tun, also auch ein bisschen mehr in die medizinische Vorsorge, wo ja heute jeder privat ein bisschen mehr für sich selber auch tun sollte. Die Familie Hecker erweckte das Hotel im Jahre 1999 aus seinem unseligen Dornröschenschlaf. Die Antwort auf den riesigen Sanierungsstau war die Umsetzung einer besonders geschmackvollen Innenarchitektur. Man wollte schon bei so einem klassischen Haus, wir nennen es heute ja auch Hecker's Grand Hotel, schon, dass es stimmig ist, ja, authentisch ist. Ja, dass man sagt, das Hausgebäude, wenn man im Stadtmuseum mal nachschaut, soweit ich das recht in Erinnerung habe, 1711 sind die Grundmauern gelegt worden. Es ist ja sehr viel Geschichte im Haus auch getragen worden. Da haben wir versucht natürlich auch von innen das Ganze dem Stil anzupassen. Ja, das war natürlich einfach, weil Sie sehen, wo wir jetzt hier sitzen, die Möbel, Sie haben ja ein paar Aufnahmen auch gemacht, das ist alles sehr, sehr klassisch gehalten und da haben wir schon versucht, das passend auch vom Stil nicht zu viel, nicht zu wenig, sondern dezent, dass auch der Gast sich wohlfühlen kann. Für den Hoteldirektor selbstverständlicher Alltag beeindruckt den Gast immer wieder aufs Neue das durchgehend geschmackvolle und edle, aber dennoch gemütliche Ambiente. Das haben wir noch zusammen mit unserem Hausarchitekt und meinem Vater damals, sind wir dann auch bis nach Italien gefahren und mussten uns da Inspirationen holen von richtigen Möbelmessen noch, wo auch gerade der klassische Bereich ein bisschen stärker abgedeckt wird wie auf dem deutschen Markt und dann ist man wirklich im Kleinen zusammengesessen, das ist eine Idee, so könnte es aussehen, passt es stilistisch auch ins Haus und das haben wir dann zusammen beratschlagt und gesagt, jawohl, das wird bestimmt eine schöne Geschichte und sind es dann angegangen. Recht bunt die Zusammensetzung der Gäste. Hier gönnt sich jung wie alt gerne ein paar schöne Tage. Da wir ein Familienbetrieb sind, haben wir durchweg die Privatgäste auch bei uns und da die bei uns Erholung suchen natürlich durch den Ort Bad Ems, durchs Thermalwasser, das wir hier noch haben, durch unsere Sauna und Dampfbäderanlagen suchen die Gäste natürlich hier Entspannung. Ist aber jedes Alter dabei, also ich sag mal von der Oma noch, die klassisch kuren möchte, ja, und eine ein- oder zweiwöchige Kur bei uns macht, bis über spontane Wellnessbesuche vom jüngeren Publikum. Mit Familien, mit Kindern, also das können wir alles noch so abdecken. Wir haben einen kleinen Tagungsbereich auch dabei, wo man auch bei uns sehr klassisch noch tagen kann im tollen Ambiente. Eine gut gelaunte Abendrunde führte zu einer ganz besonderen Ausstattung der Bar. Kam irgendwann mal auf die ganz bekloppte Idee, wie wäre es denn, wenn man dann eine Pferderennspielbahn mit integriert, wo die Pferde dann abends laufen und die Gäste können dann aufs richtige Pferd wetten und das dann vollautomatisch dann so läuft. So als Highlight, als Gimmick praktisch, als Gag. Ein Modellbauer in Leipzig konnte schließlich die Idee der Familie umsetzen. Ich würde sagen, ist glaube ich auch einzigartig, deutschlandweit, wahrscheinlich sogar weltweit, sowas an der Hotelbar zu haben. In Bad Ems fühlen sich die Heckers wohl, auch mit ihrem sehr komfortablen 4,5-Sterne-Haus. Bad Ems hatte einen traumhaften Standortvorteil in meiner Weise her, von meiner Sicht her. Wenn man hier nur rausguckt, das ist schon was ganz Besonderes. Und auch wenn man mal ein bisschen Gäste hat, Köln-Düsseldorfer Raum, die sicherlich auch sehr, sehr nett wohnen und die sich hier nach Bad Ems begeben, die sagen es bei Abreise immer, wusste ich ja gar nicht, wo es liegt. Bad Ems, doch wunderschön, ist in der Nähe, es hat absolut Vorzüge. Man hat immer noch so dieses bisschen Kur-Image von damals und Kurort. Das versucht man so ein bisschen zu entgegenzuwirken. Dass man sich auch versucht, ein bisschen neu zu positionieren, was sicherlich in der heutigen Tourismuswelt nicht immer ganz sich einfach gestaltet. Aber man arbeitet, glaube ich, schon von der Stadt sehr hart dran. Ich hoffe auch, das ist natürlich auch in unserem Wohle, dass das weiterhin so
angesehen wird und man sich da auch stetig weiter bemüht, um den Fremdenverkehr hier in Bad Ems aufrechtzuerhalten. Das ist natürlich fundamental wichtig für uns. Namen wie Johann Wolfgang von Goethe, Leopold II. Von Belgien und Fjodor Michailowitsch Dostojewski schmücken die Gästeliste des Hotels. Sich in einem solchen Umfeld einmal richtig verwöhnen zu lassen, gehört sicherlich zu den touristischen Highlights der Region. Entdecke Rhein-Lahn. Leben, arbeiten und genießen im Rhein-Lahn-Kreis. Präsentiert von der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Rhein-Lahn. Entdecke Rhein-Lahn. Gehen Sie mit uns auf Entdeckungsreise durch den Rhein-Lahn-Kreis. Immer am Dienstag und Donnerstag bei uns im Programm.